Laut einer Studie des Harvard-Astrophysikers Avi Loeb und seines Mitarbeiters, des Harvard-Studenten Amir Sirai, verfügt unsere Sonne über einen bislang unbekannten Zwilling. Obwohl dieser Gedanke nichts Neues ist, wollen wir uns an die Nemesis-Hypothese erinnern. Diese astronomische Hypothese beruht auf der Möglichkeit, dass unsere Sonne Teil eines binären Systems ist. Nemesis, so wird der mystische Sonnenzwilling genannt, der angeblich ein dunkler Begleiter der Sonne ist. Diese Hypothese wurde zum ersten Mal im Jahr 1984 in einem Artikel der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Es war das Ergebnis einiger Forschungsarbeiten amerikanischer Physiker Richard A. Müller, Pete Hutt und Mark Davis. Diesem Artikel zufolge ist Nemesis ein kleiner, dunkler Stern und könnte vielleicht ein brauner Zwerg sein. Regelmäßig werden diese Hypothesen in den Medien oder in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Von einigen werden sie abgelehnt, von den anderen wiederum unterstützt. In der Zwischenzeit untersuchte John Matisse, Professor für Physik an der Universität von Louisiana in Lafayette, die Umlaufbahn von 82 Kometen in der Oortschen Wolke. Laut Matisse hatten die Umlaufbahnen einige seltsame Elemente gemeinsam, die nur dadurch erklärt werden konnten, wenn die Kometen durch die Anziehung eines viel größeren Objekts als Jupiter beeinflusst worden wären. Der neue Stern wäre etwa 30.000 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde und würde sich in seiner Umlaufbahn um die Sonne in entgegengesetzter Richtung zu den anderen Planeten des Sonnensystems bewegen. Die gegenwärtigen Untersuchungen, die von Avi Loeb und Amir Sirai durchgeführt wurden, lassen vermuten, dass die Zone der Oortschen Wolke ein Register des Einflusses dieses Zwillings haben kann. Die Oortsche Wolke ist eine kugelförmige Wolke, ein Gebilde aus Fels und Eistrümmern, aus denen die Kometen kommen, so die Vermutung. Im Gegensatz zu den Planeten und Asteroiden des inneren Sonnensystems, die sich in einer einzigen flachen Scheibe um die Sonne aufhalten, ist die Oortsche Wolke wie eine hohle Kugel geformt, die das gesamte Sonnensystem umhüllt. Diese fernen Wanderer weisen im Gegensatz zu den inneren Planeten eine sehr geringe Schwerkraft gegenüber der Sonne auf, sodass sie leicht aus ihren Bahnen in den interstellaren Raum geschoben werden könnten. Diese Forscher glauben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Schwerkraft der Sonne nicht stark genug war, um so viele Objekte in den Bahnen des Kometen in der Oortschen Wolke zu ziehen. Wenn aber die Sonne und ein anderer Stern umeinander kreisen würden, dann würden die Berechnungen stimmen. Als sich die Sonne und ihr Zwilling trennten, wurden ihre Bahnen wahrscheinlich durch die Begegnung mit einem dritten Stern unterbrochen und jeder wäre von einer dicken Oortschen Wolke umhüllt gewesen. Laut Avi Loeb erklärt diese Theorie nicht nur die Anzahl der Objekte in der Oortschen Wolke, sondern auch ihre Kugelform. Hätte die Sonne zufällige Objekte aus dem tiefen Weltraum angezogen, hätte diese eine Kugel um die Sonne herum gebildet und nicht eine Scheibe. Loeb setzt seine Hoffnung auf das US-amerikanische Large Synoptic Surveys Teleskop in Chile, das bis 2021 betriebsbereit sein wird und den Himmel in noch nie dagewesener Detailgenauigkeit nach weit entfernten und kaum sichtbaren Objekten absuchen wird. Dieser Wissenschaftler sagt, dass, wenn der erste Scan die Existenz von Planet 9 und einer großen Population von zusätzlichen Zwergplaneten in der Oortschen Wolke aufdeckt, uns das denken lassen würde, dass die Sonne vor Äonen von Jahren irgendwann einen Begleiter hatte.